Mein Name ist Friedhelm Bechtel von der Berufsfeuerwehr. Wir wollen euch heute zeigen, wie man richtig grillt. Augsburg ist wunderschön, doch nicht an allen dieser wunderschönen Orte ist Grillen erlaubt. Die Stadt Augsburg hat extra 11 sichere Grillstandorte ausgewählt. An diesen Grillplätzen ist Grillen sicher und auch erlaubt. Achtet beim Grillen unbedingt auf den notwendigen Sicherheitsabstand zu Sonnenschirmen, zu Bäumen und anderen brennbaren Gegenständen. Durch Funkenflug und Strahlungswärme können heftige Brände entstehen. Ein weiterer großer Fehler ist, wenn man Benzin oder Spiritus zum Entzünden von einem Grill hernimmt. Da kann es zu einer Verpuffung kommen und wie das aussieht, zeigen wir euch jetzt. Nach dem Grillen bitte die heiße Asche nicht in den Abwehreimer werfen, dann kann ein riesengroßer Brand entstehen. Die Asche ist bei den Grillplätzen extra in Aschebehälter zu befüllen und dann passiert nichts. Achtet beim Grillen auf eure Sicherheit. Es kann 100-mal gut gehen und einmal gibt es eine kritische Situation. Die Kleidung brennt und da ist es unbedingt wichtig, einen Eimer Wasser griffbereit zu haben, einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke. Und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Grillsommer und falls doch was passiert, 112 und wir helfen euch. Brauchst du einen Übungsdurchlauf oder passt das? Das passt. Magst du mal? Wir haben Erfahrung mit Eimer. Immer eine Hand hier so unten und so kann ich es richtig schön. Okay. Ja. Das war gut. Andi, ich spring's nicht. Wie heißt das Ding nochmal? Aschebehälter. Aschebehälter. Ja. Strahlungswärme, das mache ich nochmal. Nochmal. Ja, vergiss es, ich habe zu viele Orte drin. Nochmal. Nochmal. Entschuldigung. Alles gut.